Mein Name ist Michael Windl, ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und möchte mit Ihnen heute das Webinar durchführen FK-Programmierung, freie Konturen, einfach programmieren. So, dazu schauen wir mal kurz, dass vielleicht noch ein paar Teilnehmer mit dabei sind. Okay, 26 Teilnehmer. Ich glaube, da können wir jetzt starten. Okay, so, FK-Programmierung, freie Konturen, einfach programmieren. Ich beginne jetzt mit einer kleinen Präsentation. Sollten im Laufe der Präsentation Fragen aufkommen, so bitte ich Sie einfach unten dieses Chatfenster bzw. Fragenfenster zu verwenden, dann sehe ich, dass sich jemand hier gemeldet hat und kann die Frage nach der Präsentation beantworten. Ich wechsle dann noch auf den Programmierplatz, dann programmieren wir hier gemeinsam noch etwas und wenn da noch Fragen aufkommen, haben wir nach dem Programmierplatz auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze, diese Fragen zu beantworten. So, zu der FK-Programmierung. Warum brauchen wir überhaupt die FK-Programmierung? Es gibt manchmal den Fall, dass Zeichnungen nicht NC-gerecht bemaßt sind. Was heißt bei uns NC-gerecht? NC-gerecht heißt, dass ich es mit grauen Bahntasten programmieren kann. Als Beispiel, ich habe einen Linearsatz. Für diesen Linearsatz habe ich die Koordinaten in X und Y zum Beispiel. Dann kann ich das Ganze mit einem Linearsatz programmieren, mit meiner grauen Linear-Bahntaste. Oder ich habe zum Beispiel für mein Bauteil auf meiner Zeichnung den Radius zu einem Punkt angegeben, also einen Abstand von einem Punkt zu einem anderen Punkt und einen Winkel dazu angegeben. Dann kann ich das Ganze mit Polarkoordinaten programmieren. Wenn ich allerdings den Fall habe, dass eine Gerade mit einem Endpunkt in X und die Steigung von der Gerade bemaßt ist, dann muss ich entweder rechnen oder ich verwende die FK-Programmierung. Wichtig ist, in der Zeichnung müssen so viele Maße drinnen stehen, dass ich sie nachkonstruieren kann. Also die Zeichnung muss geometrisch vollständig sein. Was kann ich denn für Koordinaten mit der FK-Programmierung verwenden? Ich kann zum Beispiel Koordinaten verwenden, die auf einem Konturelement liegen. Wir sehen jetzt hier in der Mitte eine dick gezeichnete Linie von A nach B. Das ist meine gewünschte Linie. Von dieser Linie weiß ich aber zum Beispiel nur einen Punkt P1 und P2. Die beiden Punkte liegen nicht auf der Linie direkt, aber sie liegen in der Verlängerung von dieser Linie. Also kann ich diese beiden Punkte zum Beispiel angeben und dadurch weiß ich schon mal die Steigung von meiner Geraden. Ich kann aber auch hergehen und sagen, okay, ich weiß zwei Punkte, die auf meiner Geraden liegen, aber nicht der Endpunkt und der Anfangspunkt sind, aber dadurch kann ich auch die Gerade programmieren oder wenigstens die Steigung schon mal. Es kann natürlich auch eine Mischung sein, dass ich sage, der Punkt P2 ist außerhalb vom Konturelement und der Punkt P1 ist auf meinem Konturelement. Weitere Möglichkeit, was ich habe, ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich kenne von meinem zu programmierenden Element einen Punkt P1 mit X und Y und dieser Punkt P1 kann 20 mm oder der hat 20 mm Abstand zu meiner Gerade. Somit weiß ich auch schon wieder von meinem Anfangspunkt von der Geraden über diesen parallelen Punkt die Steigung meiner Geraden. So, weitere Angaben sind zum Beispiel Angaben, die sich auf ein anderes Konturelement beziehen. Also ich kann in einer zum Beispiel Kontur sagen, okay, ich weiß, dass ein Element, das ich bereits programmiert habe, zu meinem neuen Element parallel ist. Wie zum Beispiel hier, dass ich ihm sage, okay, meine Gerade AB ist parallel zu einem Satz Nummer 18 zum Beispiel. Weitere Möglichkeit, verschiedene Sachen, wo ich angeben kann, ist bei meinen Kreisen zum Beispiel.
ob sich der Kreis im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, also die Drehrichtung von meinem Kreis, oder auch den Anstiegswinkel von meiner Geraden. Wichtig ist, die TNC errechnet die Kontur aus meinen immer angegebenen Angaben und ich werde unterstützt mit einer interaktiven Programmiergrafik. Das schauen wir uns dann noch genauer an, wenn wir dann auf den Programmierplatz wechseln. Voraussetzungen für die FK-Programmierung. Es ist wichtig, dass ich alle Konturelemente programmiere. Also immer die programmierten Konturelemente in der Bearbeitungsebene angebe. Wichtig ist, die Bearbeitungsebene wird mit der Blockform festgelegt. Also über die Spindelachse in der Blockform gebe ich an, ob ich in der XY-Ebene, in der XZ-Ebene oder in der ZY-Ebene arbeiten will. Also immer über die Angabe der Spindelachse XY oder Z gebe ich an, in welcher Ebene ich später arbeiten möchte und so werden auch meine Softkeys dann angeboten. Wichtig ist bei der FK-Programmierung, ich muss für jedes Konturelement immer alle Daten eingeben, die ich für dieses Element weiß. Bei der normalen Klartextprogrammierung sind wir es ja gewöhnt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Gerade auf Y100 programmiere, dann reicht ja aus, wenn ich einfach nur sage, die Koordinate, die sich verändert, wird programmiert. Zum Beispiel linear auf Y100. Bei der FK-Programmierung muss ich immer alles angeben. Also zum Beispiel auch die dazugehörige X-Koordinate und dann auch ein Anstiegswinkel von zum Beispiel 90 Grad. Denn die Steuerung geht davon aus, alles was nicht programmiert wurde, ist auch nicht bekannt. Und das fehlt der Steuerung somit für die Berechnung. Ein weiterer Punkt, damit meine Kontur geometrisch voll bestimmt ist, ist auch ein fester Startpunkt, von dem aus die Steuerung die Berechnungen durchführt. Wir sehen jetzt hier, ich brauche einen Punkt an meiner Kontur, den ich mit grauen Bahntasten anfahren kann. Also irgendwo an meiner Kontur muss es einen Punkt geben, den ich mit grauen Bahntasten anfahren kann. So, wie eröffne ich jetzt meine FK-Dialoge? Als erstes drücke ich den Softkey FK auf meiner Tastatur. Anschließend muss ich mir immer überlegen, wie sieht mein Konturelement aus, also Linie oder Kreis. Und dann, wie beginnt mein Konturelement? Weil anschließend habe ich folgende Möglichkeiten zur Verfügung. Also wenn ich den Softkey FK drücke, dann schalten unten meine Softkey-Leiste um und ich bekomme folgende Auswahlmöglichkeiten. FL für Konturelement gerade mit eckigem Beginn. FLT für Konturelement gerade mit einem tangentialen Beginn. FC für mein Konturelement kreisförmig mit eckigem Beginn. Und FCT für mein Konturelement kreisförmig mit tangentiellem Beginn. Und als letzte Möglichkeit habe ich hier noch die F-Pol. Wenn ich Polarkoordinaten programmieren möchte, dann muss ich vorher meinen Pol definieren. So, also, wir überlegen immer, wenn wir eine FK-Kontur haben, dass ich hergehe und sage, ich schaue das Element an, was ich aktuell programmieren möchte. Und dann ist immer die erste Entscheidung, ist das Element eine Gerade oder ein Kreis? Das ist meine erste Entscheidung, was ich treffen muss. Wenn ich mich dann entschieden habe zwischen Gerade oder Kreis, schaue ich den Beginn von meinem Konturelement an. Wenn die Gerade zum Beispiel eckig beginnt, verwende ich FL. Wenn die Gerade tangential beginnt, beginne ich mit FLT. Beim Kreis das gleiche. Wenn ich mich für einen Kreis entschieden habe, der Kreis beginnt eckig, also FC, oder beginnt tangential FCT. Hier haben wir jetzt ein Beispiel mit einer Anwendung, wo wir die FK-Programmierung verwenden können.
Und zwar wollen wir hier diese rote Gerade programmieren. Zuerst sind wir im Satz 8 an unsere Kontur rangefahren mit Approach LT auf X10, Y5. Dann bin ich mit grauen Bahntasten, also mit einer ganz normalen Bahnfunktion, linear 50 mm nach oben gefahren. Also auf Y50. So, und jetzt diese Gerade hier. Da sage ich ihm, okay, es ist eine Gerade. Dann schaue ich den Beginn an. Der Beginn ist eckig. Also FL. So, und von meiner Gerade weiß ich zwei Sachen. Einmal weiß ich, dass sie bei Y95 endet. Und ich weiß den Anstiegswinkel. Der ist jetzt zur 90 Grad Lage 15 Grad. Dieser Anstiegswinkel wird immer parallel zu meiner oder von meiner X-Plus-Achse ausgehend angegeben. Also 90 minus 15 sind wir bei 75. Genau, und somit zeichnet die Steuerung in die Linie ein und ich kann sie fräsen. So, zweites Element, dieser Radius hier drüben. Auch den kann ich mit grauen Bahntasten nicht programmieren, weil ich für einen CC und C habe ich keinen Kreismittelpunkt zur Verfügung. Ich habe ihn nur in einer Achse zur Verfügung und mir fehlt auch der Endpunkt. Das gleiche mit dem CR. Da kann ich auch nicht damit arbeiten, weil mir der Endpunkt von meinem Element fehlt. Aber auch hier gehe ich wieder her. Ich habe einen Kreis. Der Kreis beginnt eckig. Die Drehrichtung von meinem Kreis ist im Uhrzeigersinn. Ich programmiere ja im Uhrzeigersinn meine Kontur. Also ist dieses Element mit Drehrichtung Minus. Dann habe ich meinen Kreisradius. Der Kreisradius hat einen, ist 30 mm. Und der CC in Y, hier gebe ich nur den CC in Y an, ist bei 85. So, es kommt dann hier zu diesem Satz 13, F-Select. Auf den kommen wir dann später, was hier die Steuerung denn einfügt. So, ein klassisches Beispiel für die freie Konturprogrammierung ist das Telefon. Hier ist es wichtig, dass wir wirklich jedes Element einzeln betrachten und immer alles eingeben, was wir vom Element wissen. Wir programmieren das dann später noch am Programmierplatz. Da sehen wir das dann ganz genau. Wichtig, wenn ich mit FK-Programmierung arbeite, dass ich mir meine Programmiergrafik mit einblende. Und zwar gehe ich auf die Betriebsartprogramm einspeichern, editieren. Über die Taste mit den drei Pfeilen im Kreis ändere ich meine Bildschirmaufteilung auf Programm und Grafik. Dann kann ich mir noch das automatisch Zeichnen auf Einschalten. Dann wird jeder Satz, den ich mit End of Block verlasse, nochmal mitgezeichnet. Und ich kann mir auch noch die Satznummern anzeigen lassen. Das ist dann hilfreich, wenn ich nach Fehlern suche zum Beispiel, dann kann ich mir anzeigen lassen, welcher Satz, wo, in welchem Satz denn die fehlende Kontur oder das fehlende Konturelement programmiert wurde. So, wir sehen jetzt hier das Beispiel Telefon. Einmal fertig programmiert. Wichtig ist, wenn wir an einen Punkt kommen, wo es für die Steuerung mathematisch mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt, dann bietet sie uns verschiedene Lösungen an. Und zwar schalten unten dann die Softkeys um und ich bekomme die bei wichtigen Softkeys Zeige Lösung und Lösung wählen. Mit Zeige Lösung kann ich durch die verschiedenen Lösungsvorschläge springen, wie zum Beispiel hier der Lösungsvorschlag 1 und der Lösungsvorschlag 2. Sind beide richtig. Auch bei beiden Elementen sind meine vorher getätigten Eingaben richtig. Nur ich kann eben auswählen, möchte ich dieses Konturelement haben oder möchte ich dieses Konturelement. Wenn ich die richtige Kontur im Bildschirm sehe, dann kann ich sagen, okay, zeige Lösung. Er übernimmt das Ganze als blauen Satz. Blau heißt fest berechnet. Grün heißt, dass er mehrere Lösungsmöglichkeiten hat. Und rot heißt, dass er dieses Element noch nicht vollständig
beenden kann, weil zum Beispiel noch ein Endpunkt von einem Kreis fehlt. Das gleiche auch hier mit der Schrägen. So, wir machen jetzt einmal einen Wechsel zum Programmierplatz. Und starten mit dem ersten Beispiel mit unserem Telefon. Hierzu habe ich schon mal ein Programm geöffnet. Das Programm vom Telefon. Wir sehen jetzt, ich habe jetzt hier auf der linken Seite mein Programm eingeblendet. Auf der rechten Seite ist noch die Gliederungsansicht da. Die bringt mir jetzt nicht so viel. Ich schalte jetzt um auf Programm und Grafik. Dazu gehe ich hier unten auf meinen Taste mit den drei Pfeilen im Kreis für die Bildschirmaufteilung zum Umschalten und wechsle auf Programm und Grafik. Als nächstes schalte ich mir noch meine automatisch Zeichnen auf ein. Also ich gehe auf die vierte Softkey-Ebene und gehe hier auf automatisch Zeichnen ein und lasse mir auch noch die Satznummer mit anzeigen. So, als nächstes wechsle ich mir ein Werkzeug ein, mache einen Tool Call, wechsle das Werkzeug mit dem Namen D16 ein, definiere meine Spindeldrehzahl und meinen Vorschub. Als nächstes fahre ich auf eine sichere Höhe und schalte die Spindel ein. So, wenn wir uns jetzt unser Teil mal anschauen, unser Telefon hier. Wir sehen jetzt schon, es gibt hier schon eine Nummerierung der Punkte von 1 bis 6. Es gibt an dieser Kontur zwei Punkte, wo wir anfangen können. Es ist ja immer wichtig, der erste Punkt von meiner Kontur muss ja mit grauen Bahntasten anzufahren sein. Also bevor ich mit einer FK-Programmierung beginne, muss ich irgendwo schon mal mit den grauen Bahntasten an die Kontur herangefahren sein. So, bei uns ist es jetzt hier dieser Punkt 1, wo natürlich sich zum Anfahren sehr gut anbietet. Eine weitere Möglichkeit zum Anfahren wäre aber auch der Punkt über meinem Punkt 1 und Punkt 6. Also der Punkt hier bei X50, Y88, weil hier weiß ich ja den Radius 88. Dadurch kann ich hergehen und könnte auch hier oben anfahren. Wir gehen jetzt mal der Reihenfolge nach durch. Also in meinem Punkt 1 hier, da will ich starten. Also positioniere ich mich auf den Startpunkt vor. So, der Startpunkt ist bei X50, Y50. Den fahre ich mit Eilgang an. Anschließend fahre ich auf Z plus 10 mit Eilgang und fahre mit einem reduzierten Vorschub auf Z 0,5. Und fahre jetzt an meine Kontur an und benutze hier die Approach-Funktion zum weichen Anfahren. Approach LCT. Der Punkt ist X50. Y75 mit Radius 2 und links der Kontur. Zum Anfahren verwende ich den F-Auto. So, jetzt bin ich aber noch auf Z plus 0,5. Also ergänze ich auch noch meine dritte Koordinate, dass ich auf meine Tiefe komme und programmiere hier Z minus 5. Das ist eine hilfreiche Funktion, um zum Beispiel an eine Kontur anzufahren, damit der Fräser nicht direkt in Z- eintauchen muss. So kann er rampenförmig an die Kontur ranfahren und mein Werkzeug wird geschont. So, jetzt bin ich an der Kontur. Und jetzt beginnt mein erstes Konturelement. Der Weg von 1 auf 2. Normalerweise ist es ja ein Kreis, also die Funktion C mit einem Kreismittelpunkt.
Den Kreismittelpunkt kann ich angeben mit CC X50 Y50 und dann kann ich ihm sagen, okay, das ist ein Kreis, aber den Endpunkt weiß ich nicht. Also kann ich mit den grauen Bahntasten nicht arbeiten. Ich verwende die FK-Programmierung. Und zwar drücke ich als erstes die Taste FK. Wir sehen, dass jetzt unten die Softkeys umgesprungen sind. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was habe ich denn für ein Element. Also einen Kreis, das ist klar. Und als nächstes ist der Beginn von meinem Kreis. Und wie wir hier schon sehen, der Satz 9, der fährt ja senkrecht auf meinen Punkt, den ich programmiert habe, ran. Also geht der Kreis dann eckig weg. Also habe ich die Funktion FC. So, und jetzt sehen wir hier unten, die Softkeys schalten um. Und ich habe auch noch weitere Softkey-Ebenen dahinter. Also wenn ich hier mal durchklicke, das sind jetzt alle Funktionen oder alle Möglichkeiten, was ich für dieses Element eingeben kann. Zum Beispiel hier auf der ersten Ebene der Endpunkt in X, Softkey 1, der Endpunkt in Y, Softkey 2. Oder ich sage, ich gebe den Endpunkt mit einem Polarradius und einem Polarwinkel an. Dann die Drehrichtung vom Kreis. Die wissen wir zum Beispiel. Der Kreis geht gegen den Uhrzeigersinn, also ist die Drehrichtung plus. Als nächstes der Radius. Den kennen wir auch. Der Radius ist 25. Die dritte Möglichkeit ist der Öffnungswinkel von meinem Kreis. Dass der Kreis, der Endpunkt hat einen gewissen Öffnungswinkel. Eine weitere Möglichkeit, ich kann Ihnen sagen, es ist eine geschlossene Kontur und die Kontur beginnt mit diesem Satz. Dann kann ich hier oben sagen, okay, geschlossene Kontur, Beginn ist Plus, Ende ist Minus. Also ich kann ihm hier sagen, okay, Closed Plus, das ist der Beginn meiner geschlossenen Kontur. So, einen weiteren Punkt haben wir noch und zwar den CC, den Kreismittelpunkt in X und Y. X 50, CC in Y auch 50. So, das waren jetzt alle Eingaben, die ich zu meinem Element habe. Es gäbe jetzt hier noch weitere Möglichkeiten, den CC mit Polarkoordinaten angeben, dann eine Sehnenlänge, einen Anstiegswinkel vom Kreis, dann meine Punkte auf dem Kreis, dass ich ihm sage, ich weiß einen Punkt in X, einen Punkt in Y, einen zweiten Punkt und einen dritten Punkt, dann hätte er nämlich schon den Mittelpunkt und den Radius von meinem Kreis. Dann habe ich hier noch die aufeinander beziehenden Funktionen. Also Softkey 1 ist hier zum Beispiel, ich habe eine Koordinate, die sich auf den Satz Nummer 10 bezieht. Also ich weiß, der Endpunkt von meinem Element ist 10 mm vom Endpunkt vom Satz 5 zum Beispiel entfernt. Da kann ich so relativ Beziehungen zu anderen Elementen hier verknüpfen. Und hier habe ich noch verschiedene andere, der Kreismittelpunkt mit meinen kartesischen Koordinaten oder meinen Polarkoordinaten. So, jetzt habe ich das Ganze hier eingegeben. Wir sehen jetzt, der Satz 10 wird rot eingefügt. Rot deswegen, weil er keinen Endpunkt weiß. Aber ich programmiere jetzt einfach weiter, solange ich keine Fehlermeldung von der Steuerung bekomme, einfach weiter programmieren. Hier gar nicht stören lassen, wenn das Element irgendwie noch rot gezeichnet ist. Meistens ergibt sich dann erst im späteren Programmierverlauf, dass man hier auch dann noch Lösungen gezeigt bekommt oder die Kontur sich einfach von selbst auflöst. So, das nächste Element ist jetzt von meinem Satz 2 zu meinem Satz 3. Das ist auch wieder ein Kreis und dieser Kreis hat diesmal einen tangentialen Beginn. Also wähle ich FCT. Hier kann ich jetzt eingeben einmal die Drehrichtung, Minus, im Uhrzeigersinn und den Radius, 14.
So, mehr weiß ich von dem Element nicht. Also ich beende ich das Element mit End of Block und sehe jetzt, wie er einfach hier unten tangential einen Radius mit 14 mm anschließt. So, von meinem Punkt 3 zu meinem Punkt 4 habe ich wieder einen Kreis und auch wieder mit tangentialen Beginn. So, was weiß ich von dem ganzen Kreis? Ich weiß wie immer eine Drehrichtung, die ist im Uhrzeigersinn. Ich kenne einen Radius, 88. Ich weiß den CC in X, der ist bei 50. Und der CC in Y, der ist auch bei 50. So, gut. Steuerung meckert, Eingabe widersprüchlich, weil ich hier beim CC in Y, da darf ich nicht 50 eingeben, sondern ich muss 0 eingeben. Und wenn ich jetzt mit Ende rausgehe, berechnet die Steuerung das Ganze wieder automatisch und ich bekomme jetzt hier unten die Möglichkeit, zeige Lösung, Lösung wählen. Mit zeige Lösung kann ich mir jetzt eine andere Lösung anzeigen lassen. So. Diese Lösung ist für die Steuerung auch mathematisch richtig. Wenn wir uns das mal kurz anschauen, im Satz 10 habe ich ihm gesagt, ich möchte einen Kreis haben mit eckigem Beginn, mit einer Drehrichtung plus, das stimmt, mit einem Radius 25, das stimmt auch, und der Mittelpunkt von dem Kreis ist x50, y50. Also das passt, aber sieht nicht so aus, wie ich das haben möchte. Also gehe ich nochmal auf Zeige Lösung. Das sieht schon gut aus. Lösung wählen. So, jetzt ist hier mein ganzes Fenster. Das ist natürlich die Blockform, die ich oben erstellt habe. Um jetzt dieses Fenster ein bisschen zu vergrößern, damit ich sehe, wo er den Satz 12 hier drüben weitermacht, gehe ich jetzt mal in meinen Softkey-Ebenen auf die Ebene 3. Und hier habe ich die Möglichkeit, dass ich mir über den Softkey 6 hier das Fenster ein bisschen vergrößere. Ich kann das Fenster auch verschieben. Und dieses Fenster kann ich mir jetzt übernehmen mit dem Softkey 8 Rohteil ausschneiden. So, jetzt haben wir hier, sehen wir, wie unser Element weiterläuft. Wir wechseln wieder in die FK-Programmierung und machen jetzt weiter mit dem Element vom Punkt 4 zum Punkt 5. Das ist wieder ein Kreis mit tangentialem Beginn. Ich habe eine Drehrichtung im Uhrzeigersinn, minus. Ich habe einen Radius mit 14. Ich habe meinen Mittelpunkt in X. Nein, den haben wir hier nicht. Keinen Mittelpunkt in X, keinen Mittelpunkt in Y. FCT mit Drehrichtung minus und Radius 14. Also beenden wir das einfach mit der Taste End of Block. Die Steuerung zeichnet es automatisch mit. Und ich kann mit dem nächsten Element weitermachen. Das ist das Element 5 von Punkt 5 auf Punkt 6. Das ist wieder ein tangentieller Kreis mit Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn plus. Radius ist 25, der Kreismittelpunkt ist bei x50, y50. Und was wir noch wissen auf der ersten Ebene, das ist das Ende meiner Kontur, also closed minus. So, wenn ich jetzt mit End of Block das Ganze verlasse, bekomme ich wieder verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die zweite Lösung sieht gut aus. Genau. Dann nehmen wir mit Lösung wählen, übernehmen wir diese Lösung und haben eine komplett berechnete Kontur. Ich verlasse die Kontur, fahre mit der Departure-LCT-Funktion auf x50, y50. Also wieder meinen Startpunkt von vorher. Fahre jetzt hier wieder weg von der Kontur mit einem kleinen Wegfahrradius. So,
kann jetzt hier auf meine sichere Position wegfahren und mit M30 beende ich mein Programm. So, das Ganze können wir uns jetzt mal in unserem Programmtest anschauen. Mit Reset und Start kann ich das Ganze ablaufen lassen und habe hier mein Telefon herausgefräst. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich, dieses Material außenrum von meiner Blockform noch komplett weggeräumt haben möchte, kann ich hierzu die SL-Zyklen verwenden. So, das war jetzt das erste Programmierbeispiel von unseren SL-Zyklen. Gibt es bis hierhin Fragen? Man kann hier unten einfach das Chatfenster oder das Fragenfenster verwenden. Dann kann ich mir das Ganze mal anschauen. Schauen wir mal, ob schon ein paar Fragen mit dabei sind. So, ein paar Fragen sind schon mit dabei. So, ein paar Startschwierigkeiten waren mit dabei. Okay, bisher alles klar. Genau, der Herr Schubert hat gefragt, wie war das mit dem Wegräumen vom Restmaterial? Also das kann ich mit den SL-Zyklen machen. Da haben wir ja auch schon ein Webinar gemacht. Da gehe ich einfach her und nehme die Kontur, die ich jetzt hier programmiert habe, allerdings ohne das Ganze an- und wegfahren, einfach nur die reine Konturbeschreibung. Diese Konturbeschreibung packe ich dann in ein Label, zum Beispiel ins Label 1, hinter M30, das ist wichtig. Über mein Label 2 definiere ich einen Rahmen. Dieser Rahmen gibt einfach die äußere Tasche, wird damit festgelegt und ich kann dann einfach im Hauptprogramm den SL-Zyklus einfügen, also einen Zyklus 14, Zyklus 20, Zyklus 22 und die räumen mir dann das Material zwischen meiner definierten Insel in der Mitte und der Tasche außen einfach aus. Und dann kann ich das Ganze sauber wegräumen. Okay, wenn soweit keine Fragen mehr da sind, würde ich weitermachen. Okay. Und zwar haben wir hier noch das Beispiel mit der Schräge. Das ist eigentlich ein kleines Programmierbeispiel nur. Mir kommt aber häufiger mal vor, dass ich an einem Bauteil eine bestimmte Schräge angeben muss. Hier kann ich jetzt, hier habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das Ganze mit einer FK-Programmierung oder ich kann mir natürlich auch die fehlende X-Koordinate über die Winkelfunktionen ausrechnen. Aber wenn wir hier schon die Möglichkeiten in der Steuerung haben, dann nutzen wir die doch und machen das Ganze mit der FK-Programmierung. Hierzu habe ich mal kurz die Zeichnung mit dabei. Dazu erstelle ich mal ein neues Programm. Erstelle eine Blockform. Und jetzt können wir uns mal schnell dieses Beispiel anschauen. Wenn ich jetzt auf FK klicke und zum Beispiel auf FL, dann sehe ich hier unten, die Endkoordinaten sind X und Y, weil ich ja Spindelachse Z hier oben eingegeben habe in der Blockform. Wenn ich allerdings hergehe und hier oben zum Beispiel sage Spindelachse Y, dann kann ich die FK-Programmierung, wenn ich es einmal nochmal durchlaufen lasse, nicht in der Blockform, einmal hier, FL, dann sehen wir, ich habe jetzt Spindelachse Y, dann sind die Endpunkte in Z und X. Also ich kann auch meine
FK-Programmierung verwenden, um zum Beispiel eine Kontur für einen Höhenlinienschnitt zu programmieren, also für eine Profilkontur zum Beispiel. Wir bleiben jetzt hier mit der Spindelachse Z und programmieren unser Bauteil. Hierzu hole ich mir einen Fräser in meine Spindel mit rein, zum Beispiel Durchmesser 32. Definiere auch hier die Spindelachse, die Drehzahl und den Vorschub. Hier möchte ich jetzt diese Kontur mit einem Zyklus 25 abarbeiten, einfach weil ich einen Messerkopf drinnen habe, der nicht 16 mm auf einmal nehmen kann. Deswegen nehme ich das Ganze mit einem Zyklus 25. Wenn ich mit Zyklus 25 arbeite, muss ich meine Kontur hinter M30 programmieren. Für das Erstellen lasse ich das M30 noch heraus. Ich starte mit meinem Label 1. Fahre weich an meine Kontur an. Ich brauche keine Möglichkeit, ich brauche hier nicht hergehen und eine Vorpositionierung machen. Das macht dann der Zyklus. Wir verwenden hier mal die Anfahrfunktion LT. Und zwar ist die erste Koordinate die x0, y0, das ist, oder y35, da fängt ja meine Kontur an. Also starte ich hier bei x0, y35. Mit einer Länge 32er Fräser, dann bleiben wir mal 18 mm weg. Und RL. Vorschub brauche ich nicht, das macht dann der Zyklus 25. Als nächstes wechsle ich wieder auf FK, habe jetzt eine Gerade, FL, mit eckigem Beginn. Von dieser Gerade weiß ich, dass sie in Y bei 100 endet und dass sie einen Anstiegswinkel von, schauen wir mal kurz, 31 Grad hat. Also 90 minus 31 sind wir bei 59. So, erstes Element. Als nächstes muss ich jetzt zum zweiten Element rüberkommen. Das ist auch nicht mit grauen Bahntasten möglich, weil ich nicht das Ende weiß. Also sage ich FL. Ich weiß, dass die Gerade einen Anstiegswinkel von 0 Grad hat, das ist wichtig. Und ich kann ihm auch noch sagen, dass das Ganze bei Y 100 abläuft. So, jetzt fügt er hier einfach eine Gerade an, rot, weil er nicht weiß, wo sie endet. Als nächstes habe ich wieder eine Gerade mit eckigem Beginn, FL. Kann ich mir jetzt hier sagen, der Endpunkt von dieser Gerade, den weiß ich, der ist auch bei x60. Ja, wenn man hier mal die Zeichnung gescheit liest, dann habe ich auch hier, ich habe keine x100 Blockform, das sind wir schon so gewohnt. Muss ich das nochmal anpassen hier. Ändern wir das kurz auf x60 und y60 und wir fahren hier nicht auf y100, sondern auf y60 hoch. Und auch hier sind wir dann bei y60. Okay. FL, der Endpunkt ist bei x60, y35 und der Anstiegswinkel von meiner Geraden. Ich habe jetzt hier meine 31 Grad. Ich benötige aber den Gegenwinkel hier, also die 59. Also der Anstiegswinkel nach oben wäre jetzt plus, nach unten ins Minus, also muss ich minus 59 angeben. Und er hat meine Kontur beendet. Ich kann sie jetzt noch
verlassen mit Approach Länge 18 mm und mit Label 0 einfach das Element abschließen. So, das war meine Kontur. Ich programmiere diese Kontur hinter M30. Als nächstes wird mein Zyklus eingefügt. Dazu gehe ich auf Cycle Dev, SL-Zyklen, auf meine dritte Ebene, Zyklus 14 mit dem Konturlabel 1. Als nächstes habe ich mein Cycle Dev, einfach Go to 25 oder ich gehe wieder den Weg über SL-Zyklen, dritte Softkey-Ebene. So, die Kontur, schauen wir mal kurz rein, soll 16 mm tief werden. Also machen wir Frästiefe 16 mm. Ich lasse ein Aufmaß, damit ich es dann auch noch mit dem Schaftfräser kurz schlichten kann. Und Zustelltiefe ist 2 mm. Vorschubtiefenzustellung 3000 und Vorschubräumen F-Auto. Bei Fräsart, ich will beim Schuppen, dass er gleich und Gegenlauf macht, dass ich möglichst kurze Verfahrwege habe, also wähle ich 0, dann fährt er mal einmal im Gleichlauf und einmal im Gegenlauf, aber ich habe sehr kurze Verfahrwege. Ich rufe den Zyklus auf mit Cycle Call M3. Genau, habe jetzt meinen Zyklus, der ist jetzt geschrubbt worden. Ich kann jetzt einfach hergehen, hol mir nochmal mein Schlichtwerkzeug mit rein. Zum Beispiel hier das Werkzeug 16. Definiere die Spindeldrehzahl und den Vorschub. Programmiere dann nochmal den Zyklus 25. Diesmal sage ich ihm Frästiefe 16 mm, kein Aufmaß in der Seite und er soll mir das Ganze auf einmal abarbeiten, also 16 mm. Und der Anfahrvorschub soll, also Tiefenzustellungsvorschub, 1500 und F-Auto zum Bearbeiten. Und diesmal möchte ich, dass er im Gleichlauf arbeitet, also plus 1, dann wird die Kontur im Gleichlauf noch geschlichtet. Über Cycle Call M3 kann ich mir das Ganze aufrufen lassen. So, schauen wir uns kurz das Programm an. So, wir sehen hier die Kontur, wie sie rausgefräst wurde. Ich kann jetzt nochmal den Fräser etwas langsamer arbeiten lassen. Wir sehen jetzt hier, wie er einmal fräst, dann zustellt und wieder zurückkommt. Fährt das Material raus, stellt zu und fährt wieder zurück. Also das ist diese Eingabe 0 in meinem Zyklus 25, wo ich schnell hin und her fräsen kann, wo er eben ständig wechselt zwischen Gleich- und Gegenlauf. So, wenn das Ganze abgearbeitet ist, kommt dann nochmal mein Schaftfräser und nimmt noch die letzten, mein Aufmaßseite weg und meine Kontur ist sauber bearbeitet. Genau, das Ganze hier auch nochmal in der Präsentation. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, ein FK-Programm zu konvertieren. Und zwar haben wir gesehen, ich habe jetzt hier mit FL, FCT, FC-Sätzen gearbeitet. Wenn ich jetzt natürlich einen Kollegen habe, der das Ganze noch nie gesehen hat, dann tut sich der wahrscheinlich erstmal schwer mit diesen verschiedenen Programmiersätzen, weil er nicht weiß, was das heißt. Hierzu kann ich hergehen und über Programm einspeichern, editieren, die Special Functions Taste, also einfach einmal den Ablauf hier durchgehen, dann kann ich das Ganze mir umrechnen lassen. Und zwar, wie wir es hier sehen, einmal der Satz 11, 12, 13 mit FK-Sätzen und einmal mit den Linear-Sätzen. Das schauen wir uns auch kurz nochmal am Programmierplatz an. Wir nehmen hier mal unser Beispiel her.
Ich bin im Programm Einspeichern, Editieren. Ich drücke die Special Functions Taste, sage Programmierhilfen, Programm Umwandeln. Und jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten, Umwandeln, FK zu H mit Struktur und FK zu H linear. Unterschied ist, wenn ich Struktur auswähle und ich verwende zum Beispiel Unterprogramme mit Unterprogramm aufrufen, dann bleibt mir diese Struktur erhalten. Wenn ich linear auswähle, dann wird mir meine ganze Unterprogrammstruktur aufgelöst. Das ist nicht nur bei FK, sondern bei allgemein allen Funktionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lochbild programmiere, wo ich bohre, zentriere, bohre und Gewinde bohre, dann packe ich ja meine Positionen der Bohrungen in ein Unterprogramm. Wenn ich das Ganze jetzt aufgelöst haben möchte, also dass der Inhalt von meinem Unterprogramm nach jedem Zyklus statt Call-Label 1 zum Beispiel drinnen steht, dann kann ich Umwandeln FK zu H linear verwenden und dann wird mir mein Programm komplett aufgedröselt. Wir verwenden hier FK zu H mit Struktur. Es ist nicht viel passiert. Programm sieht immer noch gleich aus. Ich habe hier ein neues Programm mitbekommen. Und zwar, er behält das alte Programm so wie es ist. Er erstellt ein neues mit Unterstrich NC. Und wenn wir hier jetzt mal reinschauen in das Programm, dann hat er mir hier jetzt die Punkte ausgerechnet, also die Endpunkte von meiner Geraden. Er schreibt auch immer mit dazu die Satznummer 16, Satznummer 17, das ist immer die Satznummer aus dem FK-Programm. Also dieser Satz war im FK-Programm die Satznummer 16. Die stimmt jetzt hier zusammen, weil wir nur Geraden verwenden. Wenn wir uns das gleiche mal bei unserem Telefon anschauen, Special Functions, Programmierhilfen, Programm umwandeln. Dann bekomme ich auch hier mein Programm umgewandelt. Er berechnet mir die Endpunkte. Und hier habe ich jetzt einen Versatz. Und zwar ist jetzt der eigentliche Satz für meinen Kreis die Satznummer 11. Und hinten steht, es war vorher die Satznummer 10. Das liegt daran, weil ja hier jetzt ein CC mit eingefügt wurde. Und deswegen habe ich jetzt aus meinem vorherigen FC-Satz wurde ein CC und C-Satz. Und das macht die Steuerung automatisch. Ich kann natürlich beide Versionen ablaufen lassen. Also es funktioniert die FK-Version genauso wie die reine Klartext-Version. Kann ich beide verwenden. Ich kann auch die FK-Programmierung mischen mit meiner normalen Programmierung, mit der kartesischen Koordinatenprogrammierung, mit der Polarkoordinatenprogrammierung. Da kann ich alles kombinieren, wie ich gerne möchte. So, noch ein paar Tipps und Tricks bei der FK-Programmierung. Ist wichtig, immer alles eingeben, was ich weiß. Also für jedes Element immer die ganzen Informationen eingeben. Sollte es eine Fehlermeldung geben, nicht zu viel auf einmal ändern. Also immer eine Änderung machen und den Satz wieder mit End of Block verlassen. Weil dann berechnet die Steuerung nochmal neu und ich kann hier nochmal vielleicht das Ganze schon behoben haben. Also nicht 5, 6 Sachen auf einmal ändern, sondern einfach einmal etwas ändern, eine Änderung machen und dann mit End of Block wieder rausgehen und die Steuerung wieder berechnen lassen. Wenn noch Lösungsvorschläge rot gekennzeichnet sind, dann einfach mit Auswahl beenden ignorieren. Also wenn bei meinen Lösungen, die mir die Steuerung vorschlägt, nicht das dabei ist, was ich haben möchte, dann einfach mit Auswahl beenden ignorieren. Wie bei einer normalen Programmierung, mit NoEnd kann ich Tippfehler korrigieren. Wichtig ist auch, wenn mal die Fehlermeldung kommt, kein NC-Satz möglich, solange FK-Kontur nicht abgeschlossen. Der kommt eben, wenn ich weiter programmiere, zum Beispiel mit einem Linearsatz, obwohl die FK-Kontur noch nicht aufgelöst ist. Ich muss wirklich so lange mit FK programmieren, bis die FK-Kontur blau gezeichnet ist, also komplett aufgehoben ist. Dann kann ich auch wieder mit den normalen Bahnkorrekturen weiterarbeiten.
Ja, das Schöne ist beim FK, wie man hier liest, es ist eine reine Übungssache und man wächst hier sehr stark mit den Beispielen, die man bekommt. Und hier verknüpfe ich auch gerne immer zur CNC Arena. Wir sind ja hier mit dem Webinar von der CNC Arena und es gibt im Newsroom von Heidenheim gibt es einen Heidenheim FK Lehrgang. Hier hat es fleißige User gegeben, die verschiedene Übungen eingestellt haben. Also das sind, glaube ich, bis zu 40 verschiedene Übungen drinnen. Die kann man sich einfach anschauen. Da ist immer am Anfang der Übung ist eine Zeichnung hinterlegt. Wie hier zum Beispiel die Übung 34 wurde von Pumuckl 1974 hier eingestellt. Also es wird am Anfang eine Zeichnung eingestellt und dann werden einfach die Der, wo es gelöst hat, stellt einfach seine Lösung mit ein. Und dann kann man das Ganze auch vergleichen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel nicht auf die Lösung kommt, dann kann man hergehen und kann mal schauen, okay, wie hat das denn der andere programmiert? Und diese Übung ist hier zum Beispiel so eine Clownsmaske hier. So ein, ja, Formteil. Und das kann man eben mit FK-Programmierung machen. Und man findet hier auch immer eine Lösung. Also da gibt es sehr viele Übungen, wo man einfach nutzen kann, damit man das Ganze dann weiterverwenden kann. Genau. Soweit war es das von meiner Seite zu der FK-Programmierung. Also ich habe jetzt zwei Beispiele vorgemacht, wo man das Ganze verwenden kann. Wenn hier jemand noch mehr Beispiele braucht, dann kann er sich einfach hier im Forum mal die anderen Beispiele anschauen. Da findet man eigentlich immer viele Sachen zum Üben. Üben kann man das Ganze natürlich auf dem kostenlosen Heidenheim Programmierplatz. Da funktioniert die FK-Programmierung natürlich einwandfrei und man kann das Ganze hier sehr schön verwenden. So, jetzt wäre natürlich noch Zeit für Fragen. Also ich, wer will, kann noch mal die Möglichkeit nutzen. Okay, der Herr Walter Wieshofer, kann man diese Kontur auch als Grafik ausdrucken? Das geht, wenn ich zum Beispiel mich mit dem TNC Remo auf dem Programmierplatz verbinde und ich kann mir das Ganze dann einfach als Screenshot abziehen und das Ganze dann ausdrucken. Genau, Herr Rack, das Teil mit Y100, das habe ich leider dann zu spät gesehen und kann natürlich dann das Ganze, war dann bei Y60 mit dabei. Bei Satz 8 nur die Winkelangabe ausreichen? Ja, das ist immer, fragen wir die Steuerung, denn die muss es wissen. Verwenden wir hier mal schnell. Ich wechsle nochmal auf das Beispiel mit der FK-Programmierung. So, und hier nur die Winkelangabe. Bei Satz 8, das wäre wahrscheinlich. Mal schauen, war das dann der Anstiegswinkel 0? Satz Nummer 17, okay. Da würde natürlich auch nur nur der Anstiegswinkel ausreichen. Er kann es nämlich beenden, weil er natürlich hier über den Anstiegswinkel alle Angaben hat, die man verwenden kann. Die man benötigt, weil er weiß ja schon, dass er oben bei Y60 endet und dann Anstiegswinkel 0 wäre ja dann einfach von dieser Koordinate nach rechts rüber. Also kann man auch weglassen. Okay. Wenn es soweit keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein bisschen etwas zur Einführung zur FK-Programmierung zeigen. Wünsche Ihnen natürlich auch alle schöne Feiertage. Erstmal noch viel Erholung im Weihnachtsurlaub. Einen guten Start ins neue Jahr und hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Jahr. Am 14. Januar ist das nächste Webinar geplant. Hier schauen wir uns dann passend zum Jahr 2014 unsere neue TNC 640 an, was da alles mit reingepackt wurde. Die Entwicklung in der neuen Steuerung, die neue Grafik. Also es hat sich einiges getan und das würden wir uns dann im nächsten Jahr am 14. Januar
hier auf der CNC Arena beim Webinar anschauen. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen.